Bevor wir die Abschlussrunde machen, in der auch dann jeder mitteilen kann, wie es ihm in dem Prozess gegangen ist, möchte ich euch ein paar Gedanken zum Thema Scheitern mit auf den Weg und in die Zukunft geben, die mich persönlich berührt haben. Ich habe euch ganz viele Folien zum Thema Scheitern gemacht, die ihr mitnehmen könnt, in Ruhe nachlesen könnt. Scheitern ist für mich die Schattenseite von LOA, von Law of Attraction. Früher hatte man gesagt, wenn jemand Schicksal erlebt, wenn jemand Scheitern erlebt, da sind die Götter dran schuld, da sind die Sterne dran schuld. Das hatte einen Nachteil, aber es hatte auch einen Vorteil. Weil man hat Scheitern nicht so sehr persönlich genommen. Man hat gesagt, gut, das sind jetzt die Sterne, Schicksal geschieht einem. Und dieses esoterische Law of Attraction, das verführt dazu, dass wir aus Scheitern eine persönliche Schuldzuschreibung machen. Ja, du hast sicherlich irgendein Gesetz nicht berücksichtigt. Und es führt dazu, dass wir Scheitern bewerten, dass wir dem Scheitern einen Stempel aufdrücken, wo zum Scheitern noch das Scheitern am Scheitern hinzukommt als Makel. Und das ist bringt keine Erlösungspotenzial mit sich. Man gibt dann dem gescheiterten Ratschläge, die aber als Schläge empfunden werden. Doch was wäre, wenn Scheitern eine wilde Maskerade für Erfolg und Erfolg eine wilde Maskerade für Scheitern wäre? Einfach mal so als These. Das Scheitern ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Denn erst im Scheitern zeigt der Mensch sein wahres Ich. Die Enthüllungen und Enttäuschungen unseres Lebens geben den Blick frei auf das, was dahinter ist, auf das, was trägt. Im Durchleben des Scheiterns bereiten sich die Energien vor, die zu einem reiferen Bewusstsein führen können. Erfolgreiches Scheitern führt zur Intimität mit sich selbst. Ein Mann sagte einmal, Zitatgeber weiß ich nicht, worauf ich in meinem Leben am meisten stolz bin, sind nicht meine sogenannten Erfolge, sondern wie ich es geschafft habe, mit meinem Scheitern umzugehen. Und hier möchte ich euch eine Unterscheidung geben. Wenn wir glauben, dass wir für das Scheitern verantwortlich sind, dann begeben wir uns in ein geistiges Gefängnis, in Schuldgefühle. Wenn wir aber akzeptieren, dass wir dem Scheitern gegenüber verantwortlich sind, dann führt das zu einer bewussten und liebevollen Einstellung gegenüber dem Scheitern. Das ist der Unterschied. Nicht, ich bin
für das Scheitern verantwortlich, sondern ich bin ihm gegen, dem Scheitern gegenüber verantwortlich. Nämlich, dass ich dem Scheitern in einer bewussten und liebevollen Haltung begegne. Wir klassifizieren gerne die Welt in Erfolgreiche und Versager. Aber vielleicht ist das gar nicht die wesentliche Unterscheidung, sondern die Unterscheidung, dass es Menschen gibt, die aus dem Scheitern lernen und am Scheitern reifen und solche, die aus dem Scheitern nicht lernen. Und wir können das Scheitern nutzen, um unser Herz weich werden zu lassen und Mitgefühl zu generieren und ein Segen für unsere Umwelt zu werden. Das Scheitern bietet ein Geschenkpotenzial für unsere Außenwelt, weil es uns hilft, mitfühlender zu werden, und ein Geschenk für uns selber, weil es uns mit dem konfrontiert, was unsere Essenz ist. Und hier möchte ich wieder den Bogen schließen zu Sorbasse Buddha. Basil, dieser Geschäftsmann, der alles verloren hat, auf einer einsamen Insel in Griechenland, entdeckt plötzlich eine alte, tiefe Sehnsucht. Er will tanzen lernen. Er will seinem Leben einen Schwung geben, der ihn mit seinem innersten Wesen verbindet. Und das ist die Herausforderung und das Potenzial, das durchlebtes Scheitern uns bieten kann. Das ist die Rose, die auf der Müllkippe wächst. Das ist die Neugeburt des Lebens durch uns, die keine Angst vor dem Scheitern sondern es genauso wie den Erfolg als Bestandteil des Lebens ins Herz nehmen kann. Wenn es uns gelingt, Scheitern als Brennstoff zu nehmen, um mitfühlender zu werden, hat das Scheitern seinen Sinn erfüllt. Und es ist nicht mehr bedrohlich. Und dann können wir mit Eugen Roth sagen, der Mensch blickt in der Zeit zurück und sieht sein Unglück, war sein Glück.